Chapter 5 Battle Pass ist jetzt draußen und allgemein diese Season ist geisteskrank. Wir werden so viele krasse Sachen bekommen, Freunde. Falls ihr neu bist, Abo da lassen, Like da lassen. Ich zeige dir ganz kurz, was in den nächsten Tagen kommen werden. Es wird auf jeden Fall Fortnite Lego am 7. Dezember, am 8. Dezember Rocket Launch und am 9. Dezember wird Fortnite Festival und da kommt das The Weeknd Skin. Entweder im Itemshop oder wie auch immer, aber das sind die Leaks, die jetzt schon drinne sind, Freunde, die uns schon bekannt gegeben. Es wurde auf jeden Fall alles geändert, zum Beispiel bei der Einstellung, guckt euch das an. Hier, dies, das, bei dem Spinden wurde das auch alles geändert, geil. Ja, das kann man sehen, dass ich auch mein Auto tunen kann und so weiter und so fort. Heute ist uns jetzt ein Battle Pass, ganz, ganz wichtig, ja. Du kannst das Video schneller machen, wie du willst. Wir gucken jetzt das Battle Pass. Let's go. Das erste Reihe, ich gebe meine persönliche Meinung. 14 Seiten hat das Ding auf jeden Fall. Sehr, sehr cool, dass die Skins, wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich auch sehr viele Leaks schon gesehen. Ja, und genau, ich mache dieses Mal ein bisschen schneller, Freunde, weil es ist nur das Wichtigste, das Skin. Das Skin muss stimmen. Alle anderen ist mir egal. So, Spitzhacke, naja, das Löwe. Oder, ja doch, nee, das ist nicht Tiger, oh mein Gott, was für Löwe. Ein Tiger ist auch barbarmäßig, ja, kann man machen. Ladebildschirm, Musik, ja, Hängekleider. Hö, das ist geil. Geiles Ding, du. Im, oh, Champions-Tiger, oh. Sieht sehr geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So, da haben wir Herr Ben hier. Mr. Ben. Spitzhacke, naja. Ben Jonas, also Jonas. Nicht Ben. Ich verwechsel immer Ben und Jonas. Jonasy. So. Sein zweites Stil. Was ist das? Warum? Schwarz-Weiß einfach, hä? Zwei Farben. Okay. Seite 7. Oh, okay. Oh, ist das wie Mod? Hallo? Okay. Die Spitzhacke, ja. Das ist dieses Skin auf jeden Fall. Sieht sehr. Oh, das ist geil. Das ist geil. Das sieht so schwitzig aus. Das ist geil. Nisha heißt das. Das ist echt geil. Okay. Oh. Ein Hängegleiter. Ja, ja. Farben, ja. Ist okay. Aber nichts Interessantes. Das ist Optik. Was ist das? Die sieht aber auch schwitzig aus. Selbe, also selbe Person. Ist aber stylisch. Stylisch, sorry. Geil. Spitzhacke. Okay. Wer ist das? Kenn ich nicht. Naja. Geschmackssache halt. Wie gesagt, ich sag meine Meinung, ja. Ja, was ist das für ein Emoji? Okay, interessant, das ist gut. Hängekleider? Ja, kann man machen. So, das ist dieses Skin aus Diamant, Digga. Oha. Skin aus Diamant, Digga, das hatten wir noch nicht. Herz aus Diamant, Nerven aus Stahl. Steht da, geil, okay. Sehr, sehr geil. Oh, Chat, Leute. Ein Hängekleider. Alter, hä? Einfach Family Guy hier. Oder sind das Family Guy? Ja, ich hab's lange nicht mehr geguckt. Digga, wie geil. Das ist unsere Junge. Wie geil, hä? Der ist echt geil gebastelt. Ja, okay. Peter. Peter. Einfach Peter. Geil, geil, Chat. Gerne in die Kommentare schreiben, wie du den Skin findest. Also sein Optiker. In Fortnite ist schon geil, Digga. Ist schon geil, Digga. Hä, wie geil. Einfach sein Kinn und so alles fett und alles runter, so muskulär. Passt auf jeden Fall. So, Seite 12, die zweitvorletzte. Das ist Rückenaccessoire. Das, ja. Sein Outfit, das ist auch okay. Ja, das sieht auch schwitzig aus. Zum Glück schwitzigen Skins hier. Die vorletzte Runde bekommt mein Autos-Chat. Hä? Das erste Auto? Oha! Das zweite Auto ist ein bisschen verbuggt. Achso, ist Design. Okay, das ist Design. Oh mein Gott! Okay.
Weiter. Letzte Seite, Freunde. Okay. Okay. Digga, ich war gerade überrascht. Digga, das ist geil. Das ist geil, Chat. Das ist geil. Spitzhacke. Ist auch geil, ja. Sehr, sehr geil. Das ist unsere letzter immer Flammen Skin. Sehr schön. Endlich mal eine schöne Optik auf jeden Fall. Also, mir gefällt das alles, Chat, außer, kann ich euch ehrlich sagen, meine Meinung, warte mal, der hier nicht, aber diesen Style hier, weiß ich nicht. Ist leider nicht mein, ist nicht meins. Also, den Skin werde ich leider nicht spielen. Ja, aber ansonsten sind alle geil auf jeden Fall. Aber stimmt, und den von Jonas. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht hat sie Gründe auf jeden Fall. Aber ansonsten sind alle okay. Sind sehr, sehr geil auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr geil. So, dafür verlieren wir nie so Zeit. Bonusbelohnung, Freunde, gucken wir. Ja, okay. Sein dritter Stil? Ja, doch. Doch, wie gesagt, das Outfit ist was. Also guck mal, das ist Silber, Diamant, also Stahl und so alles. Das ist schon geil, ja. Doch, hat was, hat was. So, die zweite Spitzhacke. Oh! Pit hat auch eine andere Style und das wäre Gold. Einfach goldener Peter, Digga. Super cool. Ja, das ist geil. Das ist geil. Lol. Seite 3, einfach 7 Seiten, Digga. Junge, Junge, hier muss so viel werden. Okay. Weiteres Stil. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, geil. Geil, das Auto, weiteren Autostil. Ja, hat was. Ja, ja, ja. Okay, Seite 5, Seite 6, Seite 7 ist noch offline. Aufträge, Belohnung, Freunde. Sind noch 2 Seiten. Also, nein. Oh, was mit dem Tiger? Oh, das ist geil, Chat. Das ist geil. Das ist echt geil. Okay, die letzte Seite. Was? Lol, okay. Perfekt. Jonas? Ah, nee, leider nicht. Lachen-Emoji, aber kannst du einfach Leute lachen? Oh. Hat was, ja, hat was. Ja, doch, 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 doch. Das war die letzte Seite von den, ja. Solid Snake. Kann man ihn nur sehen, er. Weiß ich nicht, kann ich leider nicht beurteilen. Und den anderen sind noch frei. Also in 51 Tagen werden wir das freigeschalten. Und das müssen wir erstmal die Aufträge abschließen, die Bonusbelohnung. Auch erstmal den Battle Pass. Da haben wir auf jeden Fall Zeit. Wie gesagt, bis 8. März habt ihr Zeit, komplett freizuschalten. Ja, das ist easy. Du brauchst auf jeden Fall 80.000 XP, um Level 2 zu schaffen. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall der Item Shop. Ja, ganz oben Eminem. Ja, gerne das Eminem Live Event abchecken, wo ich hochgeladen habe. Sehr, sehr, sehr geil. Dankeschön für den Support. Danke, dass du bisher zugeschaut hast, mein Freund. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne in die Kommentare schreiben, wie du den Battle Pass findest. Ich gebe den dieses Mal tatsächlich 8,5 von 10. Ist spielbar. Ja, das heißt nicht, dass man keinen Bock mehr hat. Ist spielbar. Vergiss es nicht. 8. Dezember Rocket League. 7. ist am 7. ist Lego. Und am 9. ist das Festival. Also 3 Sachen hintereinander. Geile Sache. Geile, geile Sache. Danke dir, dass du bisher zugeschaut hast. Das war's gewesen. Euer Hans TV. Heide. Ciao.